Susul, hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Sims 4. So, heute werde ich eine Runde mit euch bauen, beziehungsweise ich werde beginnen damit. So, das hier kommt erstmal weg in den Mülleimer, so. Ich werde begauen mit dem Binnen. Ich werde mit dem Bauen beginnen. Und zwar wollte ich ja hier so ein bisschen was für die Fitness machen und hier eine Sauna. Hatte ich ja schon erzählt. Yo, gucken wir mal, wie weit wir heute kommen. Weil die Folge heute nicht so ultra ewig lang sein wird. Das kann ich jetzt schon mal versprechen. Dafür morgen ja wahrscheinlich wieder umso länger, wenn ich jetzt hier nur so ein bisschen bauen kann. So, was machen wir denn hier mal so als Beleuchtung rein? Sowas hier würde ja eigentlich ganz gut passen in so einen Fitnessraum, finde ich, als Beleuchtung. Was Schlichtes, sowas hier könnte man auch gut machen. Ich hätte aber eigentlich ganz gerne was noch Schlichteres. was passt denn in Fitness? Also wir haben hier natürlich auch Sachen, die mit Fitness-Accessoires kamen. Wo ist es denn? Also hier irgendwo ist hier, glaube ich, ja genau diese Teile hier. Aber ja, ne? Die bringen halt nicht wirklich Licht. Deswegen würde ich da jetzt nicht unbedingt zugreifen. Das hier ist Wellness. Ich hätte halt gerne irgendwie so einen richtig hellen Strahler. Haben wir hier irgendwas? Und es sollte was Modernes sein. Dieses Teil hier. Ja, wir könnten hier rein theoretisch den Lotus reinpacken. Tja. Das ist viel zu groß. Das ist überhaupt nicht passend. Hups, nein. Ja, was machen wir denn da mal vor Schreck? Haben wir vielleicht irgendeine super hoch, ultra moderne Deckenlampe, die dazu perfekt passen würde? Also wir haben moderne Deckenlampen, aber die sind halt viel zu groß, ne? Das hier ist halt keine Fitnesslampe. Generell sieht der Raum aber auch irgendwie nicht so richtig nach Fitness aus. Ich glaube, wir müssen immer noch ein bisschen aufpimpen hier. Ich glaube, wir gehen nochmal hier in den Baumodus rein und verändern mal was am Boden und an der Wand. Wir brauchen hier irgendwie was Geileres. Wir brauchen Action an der Wand. Wir könnten wirklich so einen richtig knallig gelben Ton nehmen. Gelb ist eine warme Farbe und motiviert. So, was haben wir sonst noch an knallbunten Farben? Die hier ist natürlich auch Hammer. So ein Türkis wäre auch denkbar. Nein. ja, auch geil. Ich glaube, das ist tatsächlich bislang sogar mein Favorit. Dieses helle Blau. Oh, der Boden ist auch schön. Der Boden wäre auch was hier für uns. Ja, der ist schöner. so, Fliesen. Fliesen. Lalalala. Nee, sowas nicht. Oha, nee. Ja, das wäre jetzt schon eine etwas passendere, finde ich persönlich passendere Variante. Das hier ist, glaube ich, ganz gut. Wie sieht denn das aus, wenn wir es so rummachen? Ich muss mal gerade einmal die Wände runter machen und gucken, wie das so wirkt. Wir könnten das auch so versetzt machen. Das finde ich cool. So. Okay, gut. Fehlen jetzt die Fitness-Sachen. Aktivitäten und Fähigkeiten und dann körperliche Aktivität. Was packen wir denn hier dann mal rein? Wir könnten rein theoretisch hier ein Laufband reinstellen. Oh, surprise, surprise. Was ganz Ausgefallenes. Oha, aber nicht so wuchtige Teile. Die sind alle wuchtig. Nein, wir stellen hier kein Laufband rein. Ich finde, das ist zu wuchtig. Die Sachen sind alle so riesig für so einen Raum. Das ist ein bisschen doof. Wenn wir hier eher einen Yoga-Raum reinmachen, mehr Wellness als Entspannung. Guck mal hier, das sind alles. Die Sachen sind halt alle einfach zu groß, ne?
habe ich eben gesagt, mehr Wellness als Entspannung. Ich meinte mehr Wellness, Fitness als andere Fitness, als Dingsbums-Fitness. Verflixt, ich komme nicht mehr auf den Namen. Also so. Ich komme nicht drauf. Also ja gut, bei Yoga hat man natürlich auch. Yoga ist auch anstrengend. Habe ich zwar noch nicht gemacht, aber sieht anstrengend aus. Und ich glaube, dass auch den betreffenden Personen, die davon bereits das ein oder andere berichtet haben. Lasst mich mal gerade filtern nach Wellness-Tag. Aber dann haben wir hier auch schon wieder alles Mögliche, was wir auch sonst wo machen könnten, ne? Ist dann auch schon wieder doof. Wenn das hier auch noch reinstellen, das ist sowieso zu groß. Hier, da müssen wir mal noch gucken. Oh, die passt rein, die passt aber so gerade eben rein. Geht das überhaupt so, wenn das so hundertprozentig abschließt? Ich hoffe schon. Das wäre doof, wenn es nicht funktionieren würde. Ich überlege, ob wir die ein bisschen dunkler machen, dass sie sich etwas abhebt. Oder machen wir sie etwas heller, ist auch nicht schlecht. Oder machen wir sie halt wirklich nahezu Ton in Ton. Ich glaube, ich bin für das Hellere. Aber das Hellere sieht mit dem Boden doof aus. Ich glaube, dann nehmen wir doch eher das hier. Ja, dann könnten wir natürlich auch, wenn wir das jetzt sowieso so machen, könnten wir hier natürlich auch rein theoretisch, hier sowas können wir auch ganz gut hier als Deko reinpacken. Oha, das ist ein bisschen zu groß, ne? Aber wir können es ja verkleinern, ne? So, ich nutze natürlich gerade wieder für alles den Move Objects Cheat, völlig klar. Dieser Cheat ist beim Bauen einfach Gott, Leute. Der ist einfach Gott. Den muss man einfach nehmen. Guck mal, sieht von vorne und von oben so ein bisschen aus wie eine Avocado. So. Schwebt die? Nein, sie schwebt nicht. Perfetto. Das würde da wahrscheinlich eingehen normalerweise und total vergammeln. So, das packen wir da auch noch hin. Und dann sieht das, dann ist das too much. Dann packen wir da vielleicht eher so einen Stapel Handtücher hin oder sowas. So Räucherzeug brauchen wir da auch nicht. Hier dann eher sowas oder sowas noch. Obwohl, sowas brauchst du auch nicht in der Sauna. Ja, das hier könnte man vielleicht ganz gut hier hinpacken. Das, oh voilà, das wollte ich nicht. So, das werden wir jetzt mal ein bisschen höher legen. Passt das so oder muss das dann... Ich glaube, das passt von der Höhe nahezu. Was muss man ein bisschen weiter nach da hin? Vielleicht eins niedriger. Von der Höhe her passt das. Was muss noch weiter nach da? Nein, verflixt, das passt doch von der Höhe her nicht. Noch eins runter. Jetzt ist es zu niedrig. Gut, steckt das halt da drin. Dann hat die Schale halt keine Füße. Auch nicht schlimm, dann kann es auch nicht weglaufen. Jetzt sieht man aber, dass sie eigentlich einen hat. Ach Quatsch, damit ist sie da nur reingesteckt. So, machen wir das so. Ja, wie gesagt, hier würde ja an für sich... Packen wir da einen großen Stapel Handtücher hin. Ich finde, das würde da ganz gut reinpassen. Und... Wo sind denn? Irgendwo haben wir doch auch Bademäntel, aber wenn die nicht bei Deko sind, wo sind sie denn dann? Es gab
habt doch da auch Bademäntel bei Wellness-Tag, oder nicht? Hm. Ja, naja, nu, anscheinend ja wohl nicht, ne? Hm. Hätte ich jetzt ganz klar gedacht, dass es hier auch Bademäntel gegeben hat. Vielleicht übersehe ich sie auch gerade nur wieder. Egal, wir packen da auf jeden Fall mal was hin. So, zum Abtrocknen. Und Wandlampen. Dann haben wir die Teile hier. Zwei davon. Ja, mach mal zwei davon. So. Dim, 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 dim. So, das hängen wir hier hin. Wir geben jetzt richtig Geld aus mit der guten hier. Guck mal, wir haben doch noch irgendwo anderen Bambus als die Teile hier. Voilà. Da habe ich gerade eben versehentlich kurz rausgetappt. Okay. Was, wie, wo? Ich hatte eben eine ganz, ganz grandiose Idee, was ich da hinpacken könnte. Und jetzt weiß ich es nicht mehr. Das ist dezent frustrierend. Hä, was wollte ich denn da hinstellen? Was ist vielleicht nicht unbedingt verkehrt. So, aber hier so ein Lautsprecher, so für meditative Musik. Kann nicht schaden, nicht wahr, nicht? Okay. Anderen Bambus wollte ich da hinstellen. Ups. Jetzt habe ich eben irgendwas gelöscht, was ich nicht löschen wollte. So. Jetzt machen wir hier mal wieder den Filter raus. Wo ist denn mein CC-Bambus? Der eigentlich winzigst klein ist, aber den wir aufpusten können bis zum Get-No. Da ist er. So, den kann man ja trotzdem ein bisschen schräg dahin stellen. So, und haben wir hier unterschiedliche Topfarben? Ja, haben wir. Da tendiere ich dann aber tatsächlich zu der hier. So, dann hätten wir hier doch mal ein bisschen eingerichtet und unsere Faye hat ein paar mehr Möglichkeiten hier. Also ich persönlich mag irgendwie die Sauna sehr, sehr gerne. Da will ich noch ein Bild hinhängen. Aber ja, ich würde sagen, das überlegen wir uns dann nächste Folge mal noch, was wir dahin haben möchten. Ich würde mich für heute von euch verabschieden, bedanke mich ganz herzlich fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss!